scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Einen wunderschönen guten Abend. Ovidio Bretan, fit, gesund, mobil. Ja, heute Abend habe ich mir zu unserem Thema Vorurteile, unsere lieben Begleiter möglicherweise, mir einiges für euch überlegt als Tipps und als Vorgehensweise. Ich bin Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Und als solche bin ich schon seit längerer Zeit aktiv, weil seit über 4 Jahrzehnten habe ich Erfahrungen als Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Inhaber von verschiedenen Unternehmen. Und seit mehreren Jahren bin ich auch Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Viele Menschen habe ich in dieser Zeit begleitet, schon in meiner IT-Zeit. Heute begleite ich Menschen dabei, den Weg zu finden, um Gesundheit und erfolgreich zu sein. Mein Motto werde ich Ihnen am Ende nochmal sagen, damit Sie sich das auch ganz genau merken. Und nun lassen Sie uns mal zu dem Thema kommen. Die bewusst-unbewusste Meinung. Wissen Sie, auf dem Weg, ehrliche und faire Urteile zu bilden, haben wir schon sehr schwer. Wir urteilen und teilen es bewusst aus, bevor wir die Gefahren erkennen. Nun stellt sich die Frage, wie könnten wir anderes handhaben? Wie können wir anderes mit unser Leben umgehen, mit dem, was wir denken, machen und welchen Zeitraum sollen wir uns geben, damit unsere Vorurteile nicht so schnell rauskommen? Als erstes, als ich mich mit dem Thema Vorurteile beschäftigt habe, fiel mir ein Witz ein. Und zwar, einige von Ihnen dürften ja sich noch erinnern an Helmut Kohl. Und Helmut Kohl war nicht unbedingt jemand, der gut Englisch sprach. Bei einem Besuch in Afrika heißt es, dass dort ein Bankettessen hatte, einen großen Essen mit den Präsidenten dieses Landes, und hat dabei eine Rede gehalten. Und am Ende der Rede hat er gesagt, oh, Essen gut, Essen ich bezahlen und ich einladen zu diesem Essen. Anschließend setzte er sich hin. Der Präsident des Landes steht auf und in ein makelloses Deutsch hält er eine Rede und am Ende fragt er, ham, ham, gut? Ja, so viel zu Vorurteile. Wie leben Sie heute? Sie geben bloß etwas weiter. Sie können neue Dinge nicht erschaffen. Sie glauben an die Alten und daher lieben sie auch ihre Vorurteile. Wissen Sie, es gibt dabei verschiedene Schubladen und diese haben wir schon bereits in unserer Kindheit aufgebaut. Es gibt diese einfachen Schubladen, was ist ein Mann, eine Frau, ein Haus, ein Kind, ein Garten. Dann gibt es diese ein bisschen umfangreichere Schubladen, und zwar, die haben ja schon Merkmale rundherum. Ein Islamist, schwul, Betrüger, sauber, dreckig. Es gibt auch Verbindungen in diesen Schubladen. Und diese Verbindungen zwischen den Schubladen, das ist das Teil unseres neuronalen Netzes. Indem wir sehr schnell und sehr effektiv
eine Aussage analysieren, das geht in Sekundenbruchteile, und bekommen ein, nenne ich es mal, Urteil. Dieser kann richtig oder falsch sein und ist abhängig natürlich von unseren eigenen Schubladen und Verbindungen. Das ist unser Vorurteil, wenn wir nicht aufpassen. Darauf basiert übrigens auch die sogenannte künstliche Intelligenz. Und da muss ich jetzt eine kleine Klammer machen, um Ihnen zu erklären, wie quasi gefährlich die KI heute ist. Oder wirklich gefährlich teilweise. Also die Systeme, die holen sich die Schubladen und deren Verbindungen aus mehreren Systemen weltweit und treffen ein Urteil. Die Qualität dieses Urteils ist nicht unbedingt besser. Es handelt sich also auch aus einem Vorurteil. Wieso? Weil auch die KI-Systeme nutzen die Informationen, die sie von uns erhalten haben. Zu diesem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wir auch nicht mehr wissen. Was können wir tun, um uns weniger auf unsere Vorurteile zu verlassen? Was sollten wir tun, um nicht basierend auf unseren Vorurteilen auch sofort zu reagieren? Wissen Sie, unser Geist interpretiert das, was wir sehen. Parallel dazu wird unsere Stimmung zu den Zeitpunkten der Interpretation manipuliert. Das Ergebnis wird durch unser Verstand erkannt und abgespeichert. Deswegen denke bitte daran. Verstand schafft Leiden. Was bedeutet das? Du wirst möglicherweise Vorurteile aufbauen, die dein Leben später schwer machen. Aus dem Grund ist Shakespeare auf den Gedanken gekommen, freundlich zuhören, gütig beurteilen. Wisst ihr, wenn wir uns daran halten, wird der Irrtum den Abgang hinuntereilen, während die Wahrheit mühselig ihren Weg hinauf zu erklimmen versucht. Das menschliche Gemüt kann schwerlich von Vorurteilen vollständig frei bleiben und auch endgültige Meinungen werden aufgebildet, bevor eine gründliche Untersuchung eines Gegenstandes nach allen Gesichtspunkten stattgefunden hat. Du kannst es bestimmt, nachdem du heute erfährst, wie du mit Informationen umgehen kannst, wirst du das ändern. Mir ist bewusst, Zeit und die menschliche Einbildungskraft machen einen kurzen Prozess mit der Reinheit und Philosophie dieser Lehren. Deswegen setze die Tipps, die du heute hörst, ständig und immer wieder um. Weißt du, mache dir bitte auch bewusst, dass das, was ich dir sage, auch so ist. Danke dir. Jetzt gebe ich dir ein paar Tipps, wie du Vorurteile vorbeugen kannst. Lerne situativ, also beim Moment, und nicht pauschal zu urteilen. Lerne, dich von Stereotypen zu lösen, beziehungsweise jedes Mal zu hinterfragen. Sei dir bitte immer wieder bewusst, dass diese Zuordnungen keine allgemeingültige Regeln sind. Weißt du, auch du kannst dazu beitragen, unsere Gesellschaft gerechter und toleranter zu machen. Du brauchst nur etwas Mut und Lernbereitschaft.
Glücklich der, der das Ganze versteht. Und noch glücklicher der, der das Ganze umsetzt. Und damit dir das leichter fällt und damit du wirklich auch das Gefühl hast, das läuft von alleine, schreib dir diesen Satz genauso auf, wie ich dir denn heute diktiere. Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von allein. Herzlichen Dank, Ovidio Bretan.